zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe das Gefühl, es ist wirklich eine halbe Ewigkeit her, seit ich was hochgeladen habe. Aber ich hatte in letzter Zeit auch, was heißt in letzter Zeit? Ich glaube, es sind anderthalb Wochen, ne? Da hatte ich einfach nicht die Muße, mich hier hinzuhocken. Erstens war es zu warm. Zweitens wurde ich operiert. Ich habe Muttermal entfernt gekriegt und es ist immer noch nicht so richtig verheilt. Dann hat die blöde Friseurin mir die Haare total verschnitten. Da ist man ja sowieso als Frau total niedergeschlagen, weil Haare dran kleben geht nun mal einfach nicht. Und wenn die blöde Kuh mir da hinten mit dem Rasierer in die Haare geht, ja, könnt ihr euch ja vorstellen, wie ich aussehe, ne? Also mehr muss man ja nicht sagen. Dann war das lange Wochenende noch. Ich war in Scheveningen am Strand und da nimmst du ja das Bastelzeug auch nicht mit. Also hat's gedauert. Wir basteln heute eine Pop-up-Easel-Card, fand ich ganz geil und mit Produkten, neue Produkte von, haltet euch bitte fest, Faltkarten. Leute, ihr rastet aus, wenn ihr seht, was ich meine. Wartet, ich schieb's mal ganz langsam ins Bild. Ah, wie geil das bitte ist. Faltkarten hat jetzt Stempel von unter anderem My Favorite Things. Ich habe, um ehrlich zu sein, gar keine Idee, was da sonst noch so gekommen ist. Weil wir haben uns da vor ein paar Wochen mal drüber unterhalten, alle Male vom Designteam. Und dann, ob man nicht auch mal was Gängigeres mit ins Sortiment nehmen könnte, damit man das verbinden kann. Ne? Also ich zum Beispiel muss immer Papier kaufen. Und das kaufe ich bei Faltkarten, weil ich einfach überzeugt bin von der Qualität. Und weil ich auch ehrlich gesagt gar nicht weiß, wo man sonst herkriegt. Und dann bestelle ich bei der Stempelküche oder bei Stamp Corner oder sonst irgendwo meine Stempel. Und dann hast du natürlich auch für ein Stempelset dann immer, weiß ich nicht, 5 Euro Versandkosten. Dann denkst du dir natürlich, nee, also für ein Stempelset 5 Euro Versandkosten, das geht nicht. Dann nimmst du mindestens 2. Aber die 5 Euro, die nerven mich einfach an Versandkosten. Ich weiß, das gehört dazu. Aber dann denke ich immer, Mensch, das ist schon fast ein Stempelkissen. Jetzt kann ich das verbinden. Und viele von euch, glaube ich, auch. Und das ist einfach der Oberburner, finde ich. Das ist jetzt eins der, ich habe gar keine Ahnung, was er da alles bestellt hat, was ich mir rausgesucht habe, weil die, also da geier ich ja schon super lange. Super lange geier ich nach diesen Drachen und die sind ja größtenteils immer ausverkauft und dann bekommen sie wieder Nachschub, dann haben sie aber das andere Stempelset, was man haben wollte, nicht und. Jetzt habe ich sie. Endlich. Seit einer Woche hier liegen und ich durfte nichts sagen, aber seit gestern ist es, glaube ich, fängt da an, die Sachen in den Shop zu stellen. Also guckt auf jeden Fall mal nach. Da sind auch neue Papiere mitgekommen, das habe ich mir heute auch rausgesucht. Warte, lass mich eben gucken. Das ist unter anderem zum Beispiel das hier, First Edition. Das hatte ich euch bei irgendeinem Video mal gezeigt, weil ich mir das bei Amazon bestellt habe. Und das ist auch hier, guckt euch mal, oh, das ist, oh, ich finde das so traumhaft schön. Man hat da unterschiedliche Strukturen. Mal so eine Canvas-Struktur, also so eine Leinwandstruktur. Dann hat man hier was Aufgedrucktes, einen Perlmutt-Effekt. Und wenn man keine Effekte hat, dann ist es auf jeden Fall doppelseitig. Also einfach der Hammer. Guckt mal nach, da sind ordentlich Blätter drin. Lass mich gucken, 64 Papiere an sich, da lässt sich echt gut was mitmachen. Das verwende ich auch heute. Und ich weiß gar nicht, was da noch alles in den Shop gewandert ist. Guckt da einfach mal nach, wenn ihr Bock habt. Müsst ihr ja nicht, aber ey, hallo. Hallo. Ne? So, mit denen basteln wir heute. Und dafür brauchen wir nicht nur Stempel und Designpapier, Leute. Dafür brauchen wir auch ein bisschen Cardstock. Und ich habe mir diese Teile hier zurechtgeschnitten. Ich sage euch jetzt nicht, wie groß die sind, weil ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiß, wie groß die sind. Aber ich schreibe euch natürlich alles in die Infobox. Wir starten das Ganze und zwar mit der Faltarbeit. Ich fange an mit dem längsten Teil. Das Ganze misst 8,5 Inch. Ich schreibe euch auch die Zentimeterangaben natürlich alle unten rein. Und wir legen das Ganze an der langen Seite an und falzen bei 1 Inch, bei 4, bei 5 und bei 8. Dann nehmen wir uns, also wir haben so ein kleines und wir haben ein großes Quadrat. Das legen wir weg, wir nehmen das große und falzen einmal ringsrum bei 1 Inch. Hier und da und dort. Bis wir einmal rum sind. Fertig. Und zu guter Letzt nehmen wir noch dieses kleinere Stück. Das ist von der Länge her 6 Inch lang. Und hier falzen wir einmal bei 1,5 Inch. Und bei 3. Und das war's auch schon. Als nächstes ziehen wir uns die ganzen Sachen einmal mit dem Falzbein ordentlich nach. Als allererstes nehme ich mir dieses 6 Inch lange Teil und das Mini-Quadrat und drehe das längere Teil einmal so rum, dass ich die große Fläche
auf der unteren Seite habe, also die Richtung mir zeigt. Und dann kann ich das obere einmal so zuklappen. Ich bringe jetzt hier, ihr habt in der Mitte eine Falzlinie, auf den unteren Bereich bringe ich doppelseitiges Klebeband an. Gutes doppelseitiges Klebeband, weil ich nicht möchte, dass mir die irgendwann auseinanderfällt, weil das ist das erste Projekt, was ich mit diesem kleinen Drachen gestalten werde. Und das erste ist eigentlich meistens immer das Schönste und das möchte man behalten. Ja. Ziehe ich mir die Schutzfolie hier ab. Und jetzt drehe ich mir das ein bisschen auf Seite und lege dieses kleine Nöppelchen Ecke auf Ecke hier drauf und klebe das fest. Und dann sieht das Ganze so aus. Als nächstes nehmen wir uns das lange Stück. Und zwar so, dass sich das nach oben wölbt, wenn ihr das Ganze schon vorgefalzt habt. Jetzt nehme ich mir hier dieses kleine Mini-Klebeflächending und bringe da eine Bahn doppelseitiges Klebeband an. So. Auch hier ziehe ich mir die Schutzfolie einmal schön ab. Alles, was übersteht, das könnt ihr dann später umknicken. Also so um, damit euch hier nichts festklebt. Und dann klappe ich das rein und hier an der mittleren Falz, also an der zweiten von links, klappe ich das Ganze einfach zu. So. Und dann haben wir hier so eine kleine Box. Jetzt kommt wieder dieses erste präparierte Teil zum Einsatz und wir bringen jetzt, also hier ist dieses kleine Quadrat, was wir draufgeklebt haben und das war die Unterseite, ne, wenn wir das so aufklappen. Und auf der Rückseite bringen wir auch doppelseitiges Klebeband. Nee, ich nehme hier lieber Flüssigkleber, weil eventuell muss man das noch ein bisschen rumschieben. Also klatsche ich das Ganze hier richtig ordentlich mit einem guten Flüssigkleber voll. Und das Ganze klebe ich jetzt hier oder da, ist eigentlich Latte. Auf jeden Fall auf die große Fläche. Ich könnte das hier so ein bisschen nach rechts drücken, dann liegt es platt auf dem Tisch. Das ist etwas angenehmer, wenn man das festkleben möchte. Und wenn ihr den perfekten Moment hier getroffen habt, dann drückt das runter. Jetzt haben wir sowas. Sieht total kompliziert aus, ist es aber nicht. Als nächstes nehmen wir uns noch die Box und präparieren die. Und zwar schneide ich, wir haben ja hier unten so kleine Quadrate, ich schneide jetzt hier die Falzlinien ein bis zu dem Punkt, wo die sich treffen. Einmal auf der Seite und einmal auf der Seite und dann nochmal das gleiche auf der gegenüberliegenden Seite. So. Ich persönlich schräg mir dann auch immer die gegenüberliegende Seite von dem Einschnitt so ein bisschen ab, weil mein Schneidegerät manchmal nicht so ganz gerade schneidet. Wir schieben es jetzt einfach mal aufs Schneidegerät. Ist man definitiv auf der sicheren Seite, dass da nichts rüberguckt später. Das passiert mir nämlich auch ganz gern. Und dann klappe ich hier die zwei Zuppel nach oben und bringe da flüssigen Kleber an. So. Und klebe das hier an die Innenseite. Und ihr seht schon, dann entsteht hier eine kleine Box. Oder die Anfänge einer kleinen Box. Und das gleiche mache ich jetzt auch nochmal hier. Ich klappe mir die so ein bisschen rein und bringe hier Flüssigkleber an. Dann klappe ich auch hier diese Seite einfach zu. So. Und fertig ist unser Rohling. Das Ganze schiebt man jetzt hier rein und hat so eine kleine Box. So, und der Trick an dieser Karte ist, man kann das später hier so hochschieben. Also dann sieht das Ganze so aus. Und dann kann man hier noch so einen kleinen Gruß hinschreiben. Wisst ihr? Also das Ganze liegt flach und dann schiebt man es so hoch. Voll lustig. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich auch noch dekorieren. Und ich habe mir jetzt hier für Designpapier zurechtgeschnitten aus dem eben gezeigten Block. Das sind zwei Quadrate in 7,3 x 7,3 cm. Und dann habe ich mir noch vier unterschiedliche Streifen für die Seitenränder ausgeschnitten. Und die messen auch 7,3 x 2,4 oder sowas. Ich schreibe es euch unten in der Infobox. Also wir bekleben das hier. Und dann natürlich hier von der Box die Vorder- und die Rückseite und von dem Außengerüst die Seitenwände. So sieht das Ganze jetzt erstmal aus, wenn ich das Designpapier draufgeklebt habe. Jetzt, weil das ja so eine kleine Box ist und klar, man schiebt das mit dem Finger von hinten raus, aber es sieht natürlich hübscher aus, wenn man jetzt hier vorne noch so ein kleines Knöpfchen anbringt. Hierfür nehme ich mir so Brads. Die habe ich mal irgendwann beim Teddy gesehen und gekauft. Und jetzt nehme ich mir hier einfach so ein Ding raus. Man kann auch einfach eine ganz effe Musterklammer nehmen. Die gibt es normal beim Teddy einfach, ne, wo man diese Versandtaschen mit zumacht. Da kann man sich selber einen Glitzerstein draufkleben und dann hat man auch genau das Gleiche. Nur was günstiger. Obwohl, die haben auch glaube ich, nur 1 Euro gekostet oder was.
So, und dann gucke ich, wo möchte ich dieses Knöpfchen hinhaben. Ich schiebe das dafür nochmal rein und setze mir da ein Kreuz, wo ich dann gleich das Loch stanzen muss. Und das mache ich jetzt einfach mal so Pi mal Daumen hier. Oh, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Das hätte man vielleicht auch eventuell im Vorfeld machen sollen. So. Oder ihr habt vielleicht ein kleineres Ding, da sollte man dann mit reinkommen. Aber hier diese Crocodile ist natürlich auch ein kleiner Klopper. So, und wenn das Loch gepanscht ist, dann stecke ich den hier einfach rein. Ziehe diese komischen Dinger hier auf der Rückseite auseinander. Das drückt man wohl richtig fest, sonst dreht sich das Teil ja die ganze Zeit. Das wollen wir ja auch nicht. So, und jetzt haben wir hier so ein kleines Knöpfchen. Hätte auch ein bisschen weiter nach rechts gekonnt. Aber so ist es halt jetzt. So, schiebe ich das Ganze wieder rein. Und dann sieht das halt aus wie so eine Schublade, die man jetzt hier aufziehen kann. Ist ja eine süße Sache. Als nächstes dekorieren wir unsere Frontseite. Und jetzt kommen die Stempel zum Einsatz. Und zwar die hier. Und ich möchte den fliegenden Drachen verwenden mit dem Spruch, here's a birthday flyby. Genau, also ich möchte, dass der Drache hier fliegt. Und hierfür nehme ich mir jetzt einfach von dem Pad, das habe ich schon gesehen, grünen Cardstock, also hier so grünen. Und weil der Drache grün sein soll, werde ich jetzt einfach diesen Drachen auf dieses grüne Papier stempeln, weil ich irgendwie nicht so Lust habe zu kolorieren. Oh, findet ihr auch immer das Stempel, wenn man die gerade hat, so lecker riechen oder bin ich so richtig gestört? Mein Mann zum Beispiel, der sagt, ich bin ein bisschen gestört. Aber das denkt er auch, wenn ich an der Tankstelle stehe. Ja, weil auch den Geruch finde ich jetzt nicht unglaublich abstoßend, sondern ich könnte auch nochmal 10 Minuten länger stehen. Und ich möchte aber auch ein paar von diesen Wolken, also das lasse ich jetzt erstmal kurz trocknen, bevor ich das ausschneide. Also lege ich mir das beiseite. Und hier sind ja diese kleinen Wölkchen. Die stempel ich jetzt einfach auf weißes Papier. Ich stempel die mal zweimal, man weiß ja nie, ne? Als nächstes nehme ich mir noch hier diesen Spruch. Und auch den stempel ich auf das weiße Papier. Und dann schneide ich das alles aus. Was ich wohl auch ganz lustig finde, weil mein Drache, der fliegt ja, finde ich, da passt jetzt irgendwie, wenn ich hier unten so kleine Dächlein habe. Und ich habe so eine Stanze mit kleinen Häuschen und das kurbel ich mir jetzt mal eben durch die Big Shot. Das ist meine ausgeschnittene Ausbeute. Ich habe jetzt hier nochmal den kleinen Drachen auf etwas hellerem grünen Cardstock oder ja, Designpapier gestempelt und habe das Ganze in Sisyphusarbeit ausgeschnitten, damit der so ein bisschen Dimension hat, weil irgendwie war mir das doch ein bisschen zu langweilig, einfach nur dieses Grüne. Ihr könnt das natürlich auch kolorieren und so, aber ich hatte irgendwie keinen Bock, mir diesen Stempelabdruck zu versauen. Ich weiß auch nicht, hatte ich irgendwie Bock drauf. Manchmal will man ja auch einfach mal so kleine Scheiße ausschneiden, ne? So, als nächstes versuche ich das Ganze hier irgendwie so drauf zu drapieren, dass ich denke, ach ja, doch, das sieht ganz knuffig aus. So, auf jeden Fall wird das dann irgendwie so da festgeklebt, dass der hier über die Häuschen fliegt. So. Und ich glaube, ich stanze mir die aber lieber noch in schwarz aus und dann klebe ich das Ganze ungefähr so da fest. So, also die Häuschen habe ich jetzt hier schon mal festgeklebt und jetzt nehme ich mir einfach eine Schere und schneide alles Überschüssige weg. Den möchte ich wiederum so ein bisschen erhabener kleben und dafür nehme ich mir dieses Schaumtape. Und weil meins sehr dünn ist, das ist das vom Action, lege ich das einfach doppelt und dann habe ich da so ein bisschen mehr Dimension, als das man eigentlich hätte. Und da schneide ich mir dann einfach hier so ein paar Zwuckel zurecht. So, und im Anschluss klebe ich den einfach, einfach vorne drauf. So, das ist unser Böckchen. Ich werde da im Anschluss noch ein paar Glitzersteine draufkleben. Kennt ihr ja, aber das machen wir jetzt noch nicht. Ich schiebe jetzt das Ganze hier nochmal rein. Das Ganze soll ja später so aufgeklappt werden, und dass man das halt dahinstellen kann. Und hier vorne kommt dieser kleine Minispruch hin. Und natürlich muss das Ganze jetzt auch hier so stehen bleiben. Und deswegen halte ich das jetzt so fest, dass ich denke, okay, also der Winkel ist ganz praktisch. Der sieht dann ungefähr so aus. Das müsst ihr aber für euch entscheiden. Und dann setze ich mir da eine kleine Markierung. Ja. Und hier auf dieser Linie setze ich auch noch ein paar Glitzersteine hin. Bevor ich das mache, klebe ich hier erstmal diesen kleinen Schriftzug fest. Wer möchte, kann unter diesem Schriftzug einen kleinen Magneten anbringen, dass, wenn man das Ganze so zuklappt, das auch schön flach liegt.
Das muss man nicht zwingend machen, für die, denen das irgendwie auf den Sack geht, wenn das hier die ganze Zeit so hochwabbelt. Mich persönlich stört es jetzt nicht, weil es soll ja im Endeffekt später sowieso aufstehen. Deswegen lasse ich den weg, aber nur das als kleiner Tipp, falls euch das wirklich stören sollte. So, jetzt bringe ich hier auf der Rückseite eine bahndoppelseitiges Klebeband an und klebe das hier vorne fest. Und jetzt suche ich mir ein paar Glitzersteine raus. Einmal diese schwarzen Steinchen und einmal hiervon möchte ich die kleinen goldenen haben, weil ich irgendwie nicht weiß, wo meine normalen kleinen Glitzersteinchen sind. Auf jeden Fall starte ich mit den etwas größeren. Ihr müsst das auch nicht zwingend mit Glitzersteinchen machen. Ihr könnt das auch mit, weiß ich nicht, ausgeschnittenen Blümchen machen oder sowas. Hauptsache, dieses Ding hat, seht ihr, das wird schon ausreichen. Hauptsache, dieser Panel hat irgendwie was, wo er gegen drückt und nicht umfallen kann. Und fertig ist eure kleine Pop-up-Easel-Card. Ich finde das Ganze super süß, gerade wenn man irgendeine Kleinigkeit, ich weiß nicht, ein Kettchen oder sowas verschenken möchte, ist das natürlich Zucker. Wenn man hier noch ein bisschen Watte reinlegt und das Ganze dann hübsch drapiert, ein bisschen Glitzer draufstreut oder was weiß ich. So, das Ganze stellen wir hier einmal so hoch und dann, das kommt natürlich jetzt nicht so gut, ne? Ich muss das jetzt mal kurz festhalten. So, und dann kann man die ganze Zeit auf diesen kleinen, süßen, fliegenden Drachen gucken. Und man weiß, oh, das hat sie mir zum Geburtstag geschenkt. Ihr müsst ein bisschen ausprobieren hier oben bei den Glitzersteinen oder je nachdem, was ihr da hinklebt, dass die auch hoch genug sind, sodass das Teil nicht ständig runterfällt. Ne? Das kann natürlich auch passieren. Und das passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel nur diese kleinen Dinger hier benutzen würde, dann wird das überhaupt nicht funktionieren. Also ihr braucht schon eine gewisse Höhe, damit es auch Stand hat. Aber das müsst ihr ausprobieren. Das kann ich euch jetzt so nicht sagen. Das merkt ihr aber auch. Also wenn es ständig runterflitscht, dann ist es zu niedrig. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich wünsche euch super viel Spaß beim Nachbasteln und würde behaupten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schuckers!